So. Also, dann würde ich sagen, legen wir los. Schönen guten Abend. Donnerstagabend, 19 Uhr. Das heißt, der Servicetechniker kocht. Und zwar noch aus diesem Fake-Buch. Ja? Hänsler, schnelle Nummer. Ich erzähle gleich noch was zum Einband. Ja, komm, das machen wir jetzt gleich, weil das ist lustig. Ne? Was hinten drauf steht. Also, ich habe es noch nicht gelesen. Melo ist auch dabei. Das ist heute wieder mein Beikoch. Ne? Und wir kochen heute zusammen, ne? Weil die Empfehlung von Hänsler sind ja 10 Minuten, aber wir wissen ja, was das bedeutet. Ja, natürlich. Also das Dreifache wahrscheinlich, wenn man alleine kocht. So, jetzt kommt der Einband vom Hänsler. Das müsst ihr euch bitte mal reinhören. Und das ist für mich arglistige Täuschung, muss ich sagen. So, hier steht schon mal bereit für Hänslers Küchenquickies. Schon mal lächerlich. So, jetzt pass auf, es geht nochmal weiter. Abends noch Heißhunger, dann einfach und schnell was Leckeres auf den Tisch zaubern. Einfach und schnell. Mit Steffen Hänsler Social Media Erfolgsvermarkt, schnelle Nummer, sind Sie an der richtigen Adresse. Mit seinem kreativen, jetzt kommt's, Blitzgerichten. Blitzgerichten, ja genau. Beweist er, dass schnell und raffiniert kein Widerspruch ist. Ja genau. Also ich muss mal eine Rechtsabteilung einschalten, ob ich den mal verklagt, weil das ist für mich ein absoluter Witz. Ja. Sein Geheimnis, jetzt kommt sein Geheimnis. Wenige Zutaten geschickt miteinander kombinieren. Die schnelle Nummer ist ein Garant für kreatives, unkompliziertes Kochen und Genuss für jeden Tag. Und mal ganz ehrlich, wenn man das hier jeden Tag kocht, dann ist man arm, ja? Weil ich habe heute wieder echt Kohle ausgegeben ohne Ende. Kann ich mal nicht dann sagen, dann stoßen wir gerade drauf an, oder? Ja, ja, genau, auf den Hänsler sein Fake-Buch. Also, cheers! Also Leute, heute gibt es zum zweiten Mal ein Fischgericht. Ja? Ich habe mich wirklich heute mal an die Königsklasse gewagt. Ja? Also ich bin auch gespannt. Ja, und wir trinken heute mit Kultur mal aus Gläsern. Ja. Zur Abwechslung. Ne? Wir können nicht immer wie die Assis aus den Flaschen trinken. Reinheitsgebot hier. Genau, also wie gesagt, das steht hinten drauf. Also für mich ein absoluter Fake. Für mich ist es Täuschung, nichts anderes. Ne? Weil mit Quickies, Küchenquickies, hat das nichts zu tun. Ne? Naja, also ich koche jetzt noch ein paar Gerichte aus dem Buch und dann gibt es mein, glaube ich, vernichtendes Urteil über Hänsler, schnelle Nummer. Der macht übrigens im Moment gerade den zweiten Teil und wie gesagt, also für mich eine absolute Täuschung. Safe, den werden wir nicht mehr benutzen. Nee, ich glaube auch nicht. Ja? Wie wär's mit Jamie Oliver? Habe ich auch noch ein Buch. Also, dann vielleicht beim nächsten Mal. Heute kochen wir übrigens Thunfischsteak rare mit Shiitake-Pilzen. Und da ging das Verhängnis schon los, wer meine Story gesehen hat heute. Ich war ja im E-Center, habe eingekauft und war noch im Rewe. Ja? Und die Shiitake-Pilze habe ich wirklich nur getrocknet bekommen. Also nicht mal frisch. Ne? Und nochmal, wenn ich jetzt jeden Abend irgendwas aus dem Buch kochen will, dann gehe ich davon aus, ich gehe in den Laden und kaufe mir einfach mal kurz die Zutaten, oder? Ja, und muss nicht in drei Läden vorbei oder in irgendwelchen Feinkost-Shops oder Asia-Shops oder so weiter. Und ich habe sogar heute im Asia-Shop angerufen, nach Shiitake-Pilzen gefragt. Sogar. Ja, und die hatten keine. Ne? Jetzt habe ich hier getrocknete genommen, die habe ich jetzt hier erstmal aufgeweicht. Na, riecht auf jeden Fall mal eklig. Ne? Ja, pilzig. Ja, keine Ahnung. So, auf jeden Fall sind das Shiitake-Pilze. Ne? Riecht wie Standpilz. Ja, ich weiß auch nicht. Hatte ich bis jetzt noch nie gesehen, hast du schon mal gegessen? Shiitake-Pilze, nein. Das ist ich auch nicht. So, dann wollte ich frisches Thunfischsteak kaufen. Gab es natürlich auch wieder nirgends. Na, da musste ich jetzt heute eben tiefgefrorenes kaufen. Ich hoffe, das schmeckt auch gut. So, dann haben wir dabei, und genau, was auch noch Probleme bereitet hat, war Maisstärke. Da habe ich heute wirklich mit drei Verkäuferinnen, habe ich heute im Edeka gesucht und irgendwann haben wir die Maisstärke gefunden. Also, es wusste auch keiner wirklich, was Maisstärke ist. Und ich natürlich auch nicht, aber ist natürlich ja, verlangt. Weißt du auch nicht, oder? Mir geläufig Maisstärke. Wir backen, die Italiener, es gibt ja so Maisbrot, wir backen auch mit Maisstärke. Ihr backt mit Maisstärke? Ja. Super, hättest du mal früher gesagt. Mensch. Und es gibt ja auch welche, die haben ja diese was weiß ich, für Allergie, die können kein Weizen mehr essen, die essen dann Maisbrot. Aha. Kriegst sogar hier freitags auf dem Markt vor Müller. Toll, war heute Markt? Nein. Also. Auf jeden Fall, ich habe hier Unsummen ausgegeben. Ich habe allein beim Edeka schon wieder 18 Euro bezahlt für den Scheiß. Ja? Weißweinessig. Und was ich nicht bekommen habe, ich war ja im Edeka, ich war im Rewe
Und ich war im Kaufland und es gab nirgends Sake. Weißt du, was Sake ist? Kann ich googeln? Ja, google mal, komm. Bin mal gespannt. Sake. Ich muss echt gestehen, ich habe sogar schon gegoogelt, da steht drin. Sake ist ein traditioneller japanischer Reiswein, dessen Geschichte einige Überlieferungen zufolge mutmaßlich sogar schon vor Christi Geburt begann. Der Reiswein, also wir wissen es jetzt, ist ein Reiswein, besteht ausschließlich aus natürlichen Zutaten, nämlich Wasser, Reis, Koi und Hefe. Alles klar. So, jetzt sind wir informiert. Das Negative ist, man kriegt es halt nirgends. Ne? Mein Gott, was soll's. Ne? Ist ja toll. Ne? Schnelle Nummer, mal schnell gekocht abends, ne? Von wegen. Alles Bullshit. Ne? So, jetzt geht's los, würde ich sagen. Melo kocht heute mit. Und jetzt werden wir die Zwiebel hier starten. Und wie gesagt, die Empfehlung für eine Person, 10 Minuten. Also ich war jetzt hier schon vorhin am Vorbereiten, alles hinrichten und so weiter. 10 Minuten waren da schon leider vorbei, ne? Nur fürs Hinrichten. So, es geht los. Ab sofort 10 Minuten. Und wir kochen jetzt den... Wir haben vergessen. Ich habe die... Achso, genau. Hey, das machen wir nachher, komm. Weil jetzt müssen wir hier schon die Zeit... Nicht, dass wir dem Hänsler irgendwie Unrecht tun. Dem Hänsler? Also, pass auf. Die Zwiebel schälen und die Ringe schneiden. Die Shiitake-Pilze putzen und vierteln. Also, da machst du die Zwiebel. Ich mach die Shiitake-Pilze. So. Ja, ich hatte sie jetzt vorhin in Wasser eingelegt. Also ich hoffe nicht, dass wir die jetzt irgendwie... Schreibt irgendeiner was oder machen wir alles richtig? Passt das? Hallo Frank, schreibt Markimeier. Markimeier, sei gegrüßt, schönen guten Abend. So, also ich gehe mal davon aus, ich muss die jetzt immer waschen, weil die waren ja trocken. Eigentlich hätte sie auch gar nicht waschen müssen. Ja, ich musste sie einlegen, hat meine Freundin gesagt, weil die waren ja trocken. Ja, sonst kann man sie gar nicht verarbeiten. In der gibt sie nicht in die Soße rein? Ah, die waren angeschmort, okay, ich verstehe diese. Keine Ahnung. So, also wir machen das ja, wie gesagt, nach dem Buch. So, und die Shiitake-Pilze sind übrigens von Dr. Auer. Ja? Und Pilze sind ja traditionell giftig, oder? Wenn man sie nicht richtig, also ich kenne mich ja nicht aus, aber schon mal gehört. Also, traditionell giftig sind Pilze jetzt nicht unbedingt. Das also, giftiger und weniger giftiger. Wo ist eigentlich meine Brille? Sonst sehe ich nichts. Also, ich werde jetzt mal, müssen wir eigentlich mal die Pfanne irgendwie anschmeißen. Thunfischsteaks mit Salz und Knoblauch, Ingwer schälen, beides fein reiben. Beides fein reiben. So, ich mache jetzt hier mal. Boah, das ist voll nass, sind die noch? Macht das was? Ach, nee. Nee, gell? Ich glaube halt, ich glaube halt vielleicht jetzt echt nicht machen müssen, weil dadurch, dass sie jetzt halt Wasser gezogen haben, hast du vielleicht nachher ein Problem, A, dass du das Wasser erstmal geben sie es wieder ab, und B, dass sie vielleicht dann den Geschmack, die Soße nicht so gut annehmen. Ja, wir schauen mal. Also ich werde jetzt mal ein bisschen in... Magst du mal schneiden? Also du hast ja und? Ich habe ja eh... Achso, ich habe sogar gar nichts gemerkt. Also Melo hat übrigens meine Messer hier geschliffen, oder? Ja. Genau. Also jetzt habe ich nichts gemerkt, aber vorhin hat er so ähnlich wie der Kevin Costner im Bodyguard mal kurz eine A4-Seite zerteilt. Ne? Und ja, sah beeindruckend aus auf jeden Fall. So, jetzt machen wir die mal ein bisschen trocken. Dann werde ich mal die Thunfischsteaks. Also wenn wir irgendwas falsch machen, schreibt es bitte rein. Melo, du musst ab und zu mal auf den Chat gucken. Aber nehmt es mir nicht übel, solange ich schneide, würde ich gerne auf meine Finger aufpassen. Ach, jetzt komm. Und, weil mit dem Ding säbelst du dir so durch die Nagel. Ja, also was haben wir hier? Gekochte Pilze muss man immer einweichen. Gekochte Pilze, ja, aber die waren ja nicht gekocht, die waren getrocknet. Ja, die waren getrocknet. Ja, vielleicht weißt du es. Sagt, Michaela. Sie Ella, genau. Richtig. Was habe ich jetzt hier schon an? Naja, egal. So, jetzt machen wir hier mal... Reicht die Zwiebel rüber? Zwei Zwiebeln brauchen wir. Ah, okay, zwei. Weil die habe ich jetzt... Oder machen wir da drin? Machen wir. Die Zwiebeln schälen und Ringe schneiden. Die Shiitake mit Putzen und Viertel. Knoblauch und Ingwer schälen und beides fein reiben. Gell? Also. Ja, aber die Zwiebel, eine ganze jetzt? Weil ich habe hier schon eine halbe... Ja, ja, hier, guck mal, zwei Zwiebeln brauchen wir. Okay, weil die kann ich halt... Zwei rote Zwiebeln, Digga. Genau, und die wird halt, ja. Die wird halt halb kein Ring mehr. Ja, ist egal, muss halt Ringe machen. So. Das Thunfischsteak... Da brauche ich nur neue Zwiebeln. Verliert immer noch... Das sind noch zwei, oder? Genau. Genau, perfekt. Also, die Thunfischsteaks aus der Pfanne. Also, Zwiebeln, Salz und Pfeffer würzen.
das Ganze und Thunfisch darin für jede Seite eineinhalb Minuten braten. So, jetzt brauche ich noch mal ganz kurz Salz und Pfeffer. Was für Pfeffer eigentlich? Schwarzer Pfeffer. So. Also, ich hoffe, man sieht alles ganz gut. Ich habe jetzt leider keinen Monitor, weil ich ja jetzt die Kamera gedreht habe, damit ihr jetzt nicht immer das alles seitenverkehrt seht im Livestream. So, also erstmal hier richtig Pfeffer drauf. Ah, der Michael hat mich darauf hingewiesen, getrocknete Pilze muss man immer einweichen. Aha, nicht gekocht, ne? Also jetzt hast du schon was gelernt. Ne? Ja, also ich hätte es trotzdem nicht gemacht. Ganz ja, du hättest hier trocken reingeballert. In die Soße immer schön rein. Ja, ja. Dann hätten wir uns wahrscheinlich vergiftet oder so. Ach Quatsch, da kannst du dich nicht vergiften. Ja, ja. Essbare Pilze, da vergiftest du dich. Seine nicht. Letzten Worte, ja, da kannst du dich nicht vergiften. Das sind Pilze von Dr. Aura, denk dran. Ja. Aha. So, also jetzt machen wir mal drin. So, übrigens, am kommenden Sonntag habe ich einen Elektroautofahrer im Interview, ja, im Brötchen nur Livestream, Sonntagmorgen. Der, wie heißt er? Also, den Namen vergessen. Na, egal. Auf jeden Fall, der fährt anscheinend schon 2 Jahre Elektroautos. Oder ein Elektroauto, ist top zufrieden, ist auch im Außendienst. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob er jetzt auch Servicetechniker ist. Ich werde es auf jeden Fall die nächsten Tage mit ihm telefonieren. Fragst du dann auch, ob er Sorge hat, dass ihm vielleicht die Hütte abbringt, weil diese Akkus dort in die Luft gehen? Ja, ich werde ihn, genau, das werde ich ihn alles fragen. Kannst du auch mit in den Chat kommen morgens und ihn selber fragen, aber du musst auflegen, sagst du. Ja, Mann, deswegen glaube ich, das wird schwierig am Morgen. Das glaube ich auch. Also ich frage ihn mal auf jeden Fall, ja. Weil man hört ja ab und zu mal so brennende Batterien und so, ne? Ja, Stuttgart hast du ja mitgekriegt, da weißt du, Fall, oder? Irgendwie in der Tiefgarage oder sowas, ja, ein Elektrobus. Ach stimmt, diese Elektro. Ja, und dann ist die Halle abgefackelt, ja? Und glaube 50 weitere Fahrzeuge, habe ich gehört. Oder ach, so, wenn Scheiße. Ich da richtig bin. So, was müssen wir eigentlich machen mit den Thunfischdings? Und auf den Tellerding mit Alufolie abdecken. Ah. Also das soll ich dir reiben. Reibe ich hier mit, kriege ich eine kleine Schüssel. Eine kleine Schüssel? Ja. Komm, nimm die hier. Ich muss schon gucken, dass das ganze Saft raus ist irgendwie. Genau, ich von den Shiitake-Pilzen. Also, jetzt werde ich auf jeden Fall anderthalb Minuten, da muss ich jetzt schon wieder auf die Zeit gucken, die Dinger anbraten. So, wo sind wir denn mit der Zeit? Apropos, wo sind die Zwiebeln? Wir sind jetzt schon bei 6 Minuten 30 zu zweit. Ne? Hänsler, ich verklag dich. Der guckt dir zu und lädt dich ein und beweist dir das am Ende. Ja, Hänsler, kannst du ruhig mal kommen. So, guck ab zum auf Chat, Digga. Ja, ja, Harry, ja, alles gut. Wir sind immer noch bei Mello richtig gelesen. Getrocknete Pilze. Alter, Digga. So, also jetzt werde ich hier mal diese Thunfischsteaks ein bisschen anbraten. Anderthalb Minuten von jeder Seite. So, jetzt muss ich auf die Uhr gucken, dass es nicht länger wird. Oder machen wir das gefühlsmäßig? Was meinst du? Wie viel von jeder Seite? Anderthalb Minuten. Ja, du hast doch, Alexa, sag dir einfach, sie sollen in anderthalb Minuten bimmeln. Genau, Alexa, stell Timer, aber ich schmeiß mal alle rein, dass wir ein bisschen anbrutzeln hier. Timer für wie lange? Oh, warte. Für wie lange? Schnauze. So. Also, Alexa, stell Timer auf 90 Sekunden. 1 Minute und 30 Sekunden, ab jetzt. Klugscheiße, René. Ja, siehst du. Halt krass. So, also jetzt lassen wir die mal ein bisschen. So. Zwiebeln und Shiitake in 2 Minuten derselben Pfanne braten. Anschließend Knoblauch und Ingwer dazugeben. Salz und Pfeffer und mitbraten. Den Sake mit Sojasauce, 3 Liter Essig, 1 Esslöffel Zucker, Chilisauce, meistens in einer Schüssel verrühren. Ja, jetzt brauche ich auf jeden Fall doch immer eine Schüssel. Weil die Soße müssen wir noch machen. Du hast schon mitgekriegt, ich war doch in Darmstadt letzte Wochenende. Ah ja. War ich einen Freund besuchen. Mhm. Und da produziert er so ein bisschen im Hip-Hop-Bereich tätig, hat auch schon richtig Kontakte geknüpft und verdickt auch, hat also so ein eigenes Markenlabel. Den Pulli habe ich von ihm mitbekommen. Aha, nice. So, jetzt warte ganz kurz, ich muss jetzt hier die Soße machen, Digga, erzähl mir nachher. Ich bin hier hoch konzentriert. Ja, ja. Wir müssen versuchen, die Zeit zu schlagen. Es ist schon vorbei, ne? Weißt du, was mich dieser Geruch erinnert? Nee. Wenn ich als mal beim Asia war und ich esse doch immer so gerne dieses Curry Kokosnussmilch Gedöns. Okay. Und das riecht genau nach dem. Kenne ich jetzt nicht. Aber ich glaube,
die Currysoße und die Kokosmilch von dem. Kennst du nicht vom Asien, egal wo du hingehst, Chinesen, dies, das. Ne, das ist jetzt nicht. Naja, schon vorbei. So, warum hat die, ich brauche nicht irgendwie eine Schüssel oder so? Möchtest du wirklich bei dem Ding vielleicht eine Knoblauchzehe? Ja, also ich muss wirklich alles an Ingwer reinhauen, oder? Ja, ja, hab ich jetzt gemacht, ja. Hast du alles gemacht, alles reingehauen? Ja, natürlich. Kannst boah, Alter, das wird bestimmt voll scharf. Ach, halt. Oh mein Gott. Alexa, Timer aus. Alexa, Timer auf 90 Sekunden ab jetzt. Du weißt doch, zu wenig Würze kann man nie haben. Ja. Alexa, Timer auf 90 Sekunden. Boah. So, ab und zu mal ein Bild machen, Digga, bitte. Gerne doch. 30 Sekunden ab jetzt. Jawohl. Also, sieht das nicht so schlecht aus bis jetzt, ne? Also, jetzt muss ich irgendwie... sage 3 Liter Essig, 1 Esslöffel. Ah, wir brauchen, genau, wir brauchen Esslöffel. Denn jetzt muss ich irgendwie Soße machen. Also, mit 3 Esslöffel Essig... 3 Esslöffel Zucker... Also shit, ich brauche das Kumpel, oh, ich habe extra, oh, kann ich auch nicht auslernen, ich habe ja extra dieses Weißwein-Essig gekauft. Kennst du das? Steht ganz zum Schluss. Was steht ganz zum Schluss? So steht es aber nicht drin. So sagt der Hänsler. Nein, ja genau, so sagt der Hänsler, wie wir es jetzt machen. Genau so. Und das ist für mich eine Referenz. Und wenn es nicht schmeckt, dann ist der Hänsler schuldig. So, 1... extra hier Weißwein-Essig gekauft. Ich hatte noch nie Weißwein-Essig in meinem Leben. So, 1 Esslöffel Zucker. Hier schreibt der Servicetechniker an, der was? Herzfront. Ja, ja, Herzfront, hey, Leute. Also ich bin ja eher, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie der Faktenchecker. Und zwar, ja, werde ich beweisen, dass dieses Buch ein absoluter Bullshit ist. Die Rezepte schmecken zwar gut, aber... ja, also schnelle Nummer ist wirklich was anderes. So. So. Jetzt müssen wir rausholen, oder? Genau, holt schon mal raus und dann Alufolie in Alufolie. Oder Alufolie drüber. So, also die sehen jetzt mal nicht so schlecht aus bis jetzt. Mach du. So. Und jetzt steht wieder drin, guck mal. 1 Esslöffel Zucker, Chili-Soße und 1 Esslöffel, ein halber Esslöffel Maisstärke in einer Schüssel verrühren. So, jetzt kommt diese Maisstärke zum Einsatz. So, so, Melo sein Messer hier mal testen. Alexa, aus. Aus. Ja, ja, schneide nicht schlecht. So, wie viel Chili-Soße soll ich jetzt reinmachen? Was meinst du? Mach mal das Gefühl. Das Gefühl. Wenn du keine Angaben hast, mach mal das Gefühl. Das ist toll. Das ist schon super. Die ist aber scharf, Digga, ja? 1 bis 2 Esslöffel kannst du sicherlich. Nein. Machen wir jetzt mit dem Fisch? Den Fisch. Und damit sie warm bleiben, ja, mehr nicht. Okay. Da mal liegen. So, jetzt machen wir hier mal, keine Ahnung. Aber dann muss man doch, wie hieß sie nochmal vorhin? Ich baller jetzt halt die Chili-Soße scharf rein. Dann Michaela. Die Michaela, genau. Recht geben, dann hätten wir die vielleicht doch später gemacht, weil dann sind sie nämlich schön warm. Ja, toll, aber wieso steht es denn so drin? Ja, das ist halt der Hänsler. Ja, das ist halt der Hänsler. Wahrscheinlich hat er das schreiben lassen. Der hat wahrscheinlich nur die Dollarzeichen im Auge, wa? Also ich fahre mal hier runter, solange wir nicht wissen, was mit der Herdplatte passiert, ne? Genau, also. Hey. Ja, pass auf, hey, jetzt müssen wir die Zwiebel schälen, bla bla bla. Hab ich schon. So, Zwiebel. Einschließlich Knoblauch immer dazugeben. Okay? Also dann geht also, das alles jetzt in die Schüssel. Genau. Mit den Zwiebeln, oder? Mit den Zwiebeln. In die Schüssel. Sag mal, guck mal. So habe ich es jetzt verstanden. Die tun wir, Zwiebeln und Shiitake für 2 Minuten in derselben Pfanne braten. Nur Zwiebeln und Shiitake. Also, bitte. Dann muss jetzt die Shiitake hier rein. Also, warte mal, Shiitake. Ich brauche jetzt hier noch kurz. Und dann sagen wir dem Alexa wieder, dass sie in 2 Minuten Alarm machen soll. Boah, die sieht schon wieder aus, ey. Da kommst du immer zum Bier trinken heute. So, genau. Sehr schön. Ab und zu ein Bildchen machen. Jawohl. Gibst du Alexa den Befehl? Oder musst du Alexa, stell Timer auf 2 Minuten. Bitch. 2 Minuten, ab jetzt. Genau. So,
Und jetzt brauchen wir einen halben Esslöffel Maisstärke. Wo ist jetzt der Mais? Ah, ja. Ein halber Esslöffel Maisstärke. Ich mache hier auf mittlere Temperatur. Ja, genau. So. Okay, also halber Esslöffel. So, halber Esslöffel, ja? Also. Für die Juristen, ja, wenn es mal zu einer Klagewelle gegen den Hänsler kommt. Also, ja, wir haben alles richtig gemacht. Machrezept. Und sind jetzt schon, Leute, bei 14 Minuten. Ne? What the fuck, ohne Scheiß. Ja? Und das musst du 10 Minuten alleine machen. Und habt ihr auch schon 10 Minuten vorbereitet. Also hey, was für ein Scheiß, Alter. Naja, also auf jeden Fall, das riecht schon irgendwie eklig. Nicht noch? Nach Essig. So ein bisschen Chili-Soße reinballern. Also, das wird hier die Soße. Und wegen so einem halben Esslöffel Maisstärke habe ich jetzt hier... Ich würde da echt ein bisschen Soße. Weil ich weiß, ich werde das nachher verzeugen. Keine Ahnung. Da steht nichts, wie viel du brauchst. Aber wo steht denn hier die Soße? Ah, nein, nichts steht drei da. Drei Esslöffel, ein... Pilz. Ah, da steht der Esslöffel. Okay, dann ballern wir noch ein bisschen Soja. Nee. Sojasauce? Ah, das ist drei. Sojasauce. Drei das ist hier Chili-Soße. Einmal Teelöffel, was ist das? Shira? Ja, mit Sojasauce steht da gar nichts drin, guck. Oder? Den Sake... Nee, ich suche den Chili. Ach doch, Sojasauce, guck. Sojasauce, aber wie viel? Drei Esslöffel. Drei Esslöffel. Also komm, gib mir die Sojasauce. Also auch in Unkosten gestürzt, ne? Natürlich bei Edeka. 3 Euro oder so, der Scheiß. Also wie gesagt, wenn man jeden Abend Hänsel kocht, ist man arm. Da brauchst du wirklich Zeugs her, das kostet so viel Geld. Also wie gesagt, ich stelle mir unter schneller Nummer einfach irgendwas vor mit so Standardzutaten, weißt du? Genau, mach mal auf, du bist hier begabt. So, also 2 Minuten, da sind wir anschließend Knoblauch und Ingwer dazugeben. Anschließend, also nach 2 Minuten. Den Sake. So, jetzt müssen wir Ingwer. Hey, ich glaube, das ist zu viel Ingwer, oder? Ach was, das macht nichts, glaub ich. Meinst du nicht? Nee. Ja, okay. Bin mal gespannt, hey. Gib mir mal ein Esschen. Wo kommt das da rein? Denn? Ja, hier rein. Ah. In die Sauke, also baller mal rein. Alexa, halt so! So, jetzt machen wir hier mal den Ingwer rein. Und du hättest den gar nicht geschält, oder? Nö, ne? Ich hätte den direkt gerubbelt. Du hättest so reingebracht. Mit Kurkuma mache ich es auch so. Aha, okay. Interessant. Bei Kurkuma kannst du sogar empfehlen, weil der färbt ab und hast ein paar Tage gelbe Finger oder orange Finger. Echt? Ja, ich glaube, aus dem machen sie Henna, hey. Was machen sie? Henna. Alexa, halt so! Alexa, Timer aus. Name ist Alexa und ich weiß von nichts. Ich bin die Wellness AI in der Cloud für dich. Sie rappt für dich. Schnell, aber Alexa, Schnauze. Also hier, jetzt reingehen. Ich möchte gerne wissen, wie ich mich verbessern kann. Gar nicht. Ich kann jederzeit sagen, ich habe etwas Feedback. Ja, okay. Product of Speech Engines, für euch bin ich der Beste. Alexa! Aus. Aus. Also, was jetzt? So, warte mal, ich würde zu dem Pfanne geben. Die Soße köcheln lassen, bis sie bindet. Also, ich weiß auch nicht, ob das alles richtig ist. Also, auf jeden Fall ein Foto machen von unserem Murks. Ja, einmal mit, einmal ohne, oder? Ja, genau. So, also, was sieht es aus im Moment? Boah, keine Ahnung. Muss man das richtig putzen lassen, oder was? Weiß ich nicht. Also, wenn Sie sagen, bis es, was haben Sie gesagt, bis es dick wird? Oder die Soße köcheln lassen, bis sie bindet. Ja, wenn sie nicht bindet, müssen wir halt nochmal Maisstärke dazugeben, ne? Also, dafür ist die Maisstärke. So sieht's aus. So, also, dann genau vorher, nachher. Ich glaube, ich mache ein bisschen Stärke hier, damit hier was geht. Ja, sieht auf jeden Fall nicht so schlecht aus, ja. Aber wir gucken gleich mal auf die Zeit. Jetzt lassen wir die Soße mal binden. Trinken mal kurz was. So, Digga, du kannst jetzt mal mit deinen Supermessern noch das Ding schneiden. Die Thunfischsteaks leicht schräg halbieren, auf 2 Tellern anrichten. Also leicht schräg halbieren. Was immer das bedeutet. Ich glaube, ich habe es verstanden. So, Zucker brauchen wir, komm noch. Oder? Schräg halbieren. So, liebe Leute, ich muss noch kurz ein Schluck Bier trinken. Zum Wohl! So. Kurze Zeitüberblick, 18 Minuten, gleich 19 Minuten.
Wir kochen zu zweit und ich glaube gar nicht so schlecht, oder? Jo. So richtige Schnitzer haben wir uns jetzt nicht erlaubt, oder? So leicht schräg. Wow, Melo macht das sehr gut. Ah, sie ist eigentlich hätte, aber ist tiefgefroren gewesen. Sonst wäre nämlich innen schön rot-rosé. Ja, gab's leider nicht. Sonst hätte ich mich ja auch noch in Unkosten. Aber riecht mir die Soße jetzt gar nicht so schlecht, gell? So, ich mach's jetzt einfach so, mal. Ich mach auch ein Foto rum. Für die Nachwelt. So. Leider verkackt der Hänsel. Ja, absolut, ey, das ist zum Kotzen, nicht. Das ist alles nur Kohlemacherei. Also ich hätte auf jeden Fall. Hätte ich das Buch zurückgegeben, aber das ist ja von dir und deshalb. Ja, überlegst dir, ob du ihn verklagst. So. Ist das gut so, oder? Muss ein bisschen. Schon ein bisschen ballern, ne? Ich glaube, das sieht gut aus, weil die Wolken ist doch so leicht. Das ist so wie so eine Lasierschicht. Weißt du, so wie Karamell, aber nicht ganz so. Also ich finde, sieht gut aus. Also ich finde, die Soße sieht gut aus. Ich weiß nicht, ist es nicht jetzt besser wie bei den letzten Malen? Gebt mal kurz bitte Feedback. Oh shit, Alter. Boah. Was ist denn da drauf? Ja, wahrscheinlich haben wir die Pfanne auf die Seite und da war das drunter eventuell, oder? Shit, ja. So. Moment, wir haben keinen Haushaltsunfall. Eieieiei, kacke. Naja, okay. Boah, jetzt riecht's nach Flaschen. Jo. Aber so. Auf jeden Fall schon sehr gut aus, die Soße. Die Soße sieht gut aus? Jo. So, wir lassen sie noch ein bisschen ballern. Ja, wollte es nur wirklich halbieren, nicht so, dass man so zwei, drei davon macht. Ja, keine Ahnung, so steht es halt drin. Okay. Leicht schräg halbieren auf zwei Teile. Ja, ich habe ein bisschen mehr gekauft, da meistens 180 Gramm, aber das hast du jetzt nicht gekriegt. Ja, okay. Das war jetzt 250 Gramm, glaube ich, pro Portion. So. Schmeckt nach Fisch. Schmeckt nach Fisch? Mhm. Das ist schon mal die halbe Miete, ne, würde ich sagen. So. Sollen wir ein bisschen warten? Also, im Moment. Ich würde jetzt aber mit der Temperatur runter, weil sonst brennt es uns noch an, die Soße. Was meinst du von der, ist die dick genug, sonst machst du auch noch ein bisschen Stärke rein. Hey, wir lassen jetzt so ein bisschen, glaube ich, verdampfen, oder? Eine so machen wir's. So, sieht gut aus, oder? Ja, also ich würde sagen, jetzt muss die Soße noch ein bisschen, wie nennt sich das? Versuchsobjekt schreibt Servus, Nikita, mach mal ein bisschen Wasser ins Öl, damit extra gut schmeckt. Wasser ins Öl. Geht's noch? Wasser ins Öl. Du, ich glaube, da will jemand, dass du aufhörst. Nee, noch nicht. Hey, das sieht echt gut aus. Also ich will nicht mehr länger warten. Meinst? Ja, Mann, das sieht schon bald. Ja, das sieht echt gut aus. Also, dann werden wir es jetzt noch anrichten, oder? Scheiße, hier riecht irgendwas nach Plastik. So. Und dann die Soße darüber geben. Sollen wir machen, oder? Jo. Willst du, soll ich sie wegen enger zusammenhalten? Ja, genau, ein bisschen enger, damit wir so ähnlich performen wie der Hänsler. Das letzte Mal hat er total scheiße ausgesehen. Aber mega geschmeckt. Gell, hat es gut geschmeckt, auf jeden Fall. Sehr gut. Feedback hat mir ja abgegeben, ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Heute gibt es auch ein Fazit, gegen später, bei Insta. Und wer jetzt nicht alles mitbekommen hat von dem Drama, am kommenden Montag wird dieses Video wieder bei YouTube verfügbar sein. Auch übrigens die anderen, wenn ihr mal reingucken wollt, die anderen Gerichte, die ich schon gekocht habe aus diesem Buch, dann einfach mal gucken. Naja, sieht jetzt nicht ganz so aus, oder? Ja gut, der hat das halt... Der hat halt so, große Kennzeichen, oder? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, der hat wahrscheinlich Photoshop bearbeitet, der Sack. Ja, die Pilze sehen auch viel größer aus. Ja, das waren halt die frischen, aber die gibt es ja nirgends, ne? Mit dem Scheiß, was der immer. Ja, das war halt der Unterschied. So, Foto. Also, genau, auf jeden Fall ein Foto. Machen wir verdammt ein Foto, das sieht ja ähnlich aus. Das ist jetzt das Endprodukt. Naja, sieht jetzt nicht ganz so aus wie beim Hänsler, ne? Aber wie gesagt, wir haben keinen Photoshop, er schon. Und deshalb schauen wir mal, wie es schmeckt, oder? Ja. Also, meine Lieben, dann würde ich jetzt sagen, wir stoppen die Zwiebeln. Alter. Aha, Nikita sagt, war nur Spaß. Haha. Lasst euch schmecken von Versuchsobjekt. Dankeschön, Versuchsobjekt. Liebe Grüße nach. Oh Gott, ich lerne es nie. Meskel, oder?
Also 23 Minuten haben wir jetzt gebraucht. Was zu zwei. 10 Minuten war die Vorbereitung. Ja, vergiss nicht die Vorbereitungszeit. Genau, 10 Minuten habe ich vorbereitet, den ganzen Schmu. Also lächerlich, Hänsler. Alles Kohlemacherei. Bitte verschenkt dieses Buch niemanden, empfehlt es auch niemanden, der wirklich Wert legt auf eine schnelle Küche. Ja, wie gesagt, abends mal kurz heimkommen. Ja, hier abends noch Heißhunger. Dann einfach und schnell was Leckeres auf den Tisch zaubern. Naja, fuck you. Wa? Ja. Ja. So, meine Lieben, das war's für den Moment. Wir machen nachher nochmal Fazit. Genau. Jetzt futtern wir erstmal, werden das ein oder andere Bier trinken. Der Flo wollte vielleicht noch vorbeikommen heute. Und ja, auch noch ein Bier trinken. Und der ist ab nächste Woche Donnerstag wieder mit dabei. Also, meine Lieben, bis dahin. Jetzt muss ich um die Kamera. Ich verabschiede mich schon mal. Danke, Melo. War super. Hat mich gefreut. Ja. Bis in ein oder zwei Jahren. Genau. Yo, halli, hallo. Jetzt kommt das Fazit des heutigen Abends. Wir haben wieder gekocht aus Hänsler schneller Nummer. Und was wir jetzt mittlerweile gelernt haben, es ist alles andere als schnell. Wir haben zu zweit mal wieder 25 Minuten gebraucht, obwohl die Zeitangabe vom Hänsler, ich denke mal für eine Person, ja, 10 Minuten betrug. Ja, und zu zweit. Fake News, ja. Wir sind jetzt zwar nicht die Profiköche, aber ich glaube, so schlecht waren wir jetzt auch nicht. Ja? Auf jeden Fall. Genau. Ist auch nicht die Vorbereitungszeit. Genau, 10 Minuten habe ich auch den ganzen Müll hier vorbereitet und es war einfach. Der Servicetechniker fordert den Hänsler raus. Ja, also Hänsler, wenn es dir mal langweilig ist, wenn dir mal, ja, wenn du einfach mal keinen Bock hast, irgendwelche Fake-Bücher zu verkaufen, du bist jederzeit eingeladen hier nach Tuttlingen, mach's mir vor in 10 Minuten, dann nehme ich alles zurück. Oder auch andere Gerichte, wo ich das Dreifache gebraucht habe. Oder wir, ja. Da möchte ich dabei sein. Ja, dann nehm alles zurück und dann knie ich mich nieder vor dir und ja, werde dir auf ewig huldigen, aber ich glaube es einfach nicht, dass man das in 10 Minuten hinbekommt. Nein. Gratis Gericht heute Abend. Ja. Also, funktioniert einfach nicht, und ja. Wie gesagt, nicht vergessen, wenn man jeden Tag nach Hänslers Vorgaben kocht, dann muss man auch gut verdienen. Ja, die Gerichte sind also sehr teuer. Es sind Zutaten dabei, die man leider nicht überall bekommt. Und das setze ich einfach voraus, wenn ich jeden Abend mal lecker kochen möchte. Dann möchte ich nicht halt noch drei Läden abfahren. Irgendwelche Feinkostläden, irgendwelche Asia-Shops oder so. Da möchte ich in Rewe reinlaufen, Edeka oder sonst wohin. Möchte die Zutaten einkaufen und möchte einfach loskochen. Und einigermaßen die Zeit einhalten. Das war heute leider nichts. Ja, geschmacklich war super. War super, ja, auf jeden Fall. Die Soße war richtig genial. Gut beim Fisch. Ja, Fisch war nicht so ganz, wie er sein sollte, aber der war halt tiefgefroren. So sieht's aus, das lag nicht an dir. Ja, das lag auch nicht immer Hänsler, ja. Aber wir haben natürlich wieder was vergessen. Und zwar statt ein Sake hätten wir eigentlich noch trockenen Weißwein nehmen können. Aber Weißwein und den haben wir komplett vergessen. Den haben wir vergessen, aber die Soße war trotzdem geil. Aber der Servicetechniker kocht. Ja, genau. Nächsten Donnerstag wieder, diesmal mit dem Flo. Und ja, dann ist es vorbei mit dem Fisch, weil der feine Herr mag keinen Fisch. Und ja, wie gesagt, nächsten Donnerstag geht's weiter. Schönen Abend euch und bis morgen in der Story.